Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video werden wir über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr wichtig ist. Denn in der Vergangenheit, genauso wie in der Gegenwart, höre ich dann immer wieder mal Begriffe, die in einem falschen Kontext benutzt werden. Paulina und ich wollten dieses Video schon seit sehr langer Zeit drehen und heute ist der Tag gekommen, wo wir uns jetzt gesagt haben, jetzt müssen wir damit umgehen. Und zwar geht es um das Thema, was ist ein Pitbull? Und viele wissen nicht, was ein Pitbull in Anführungszeichen ist. Und wir wollen euch mal heute in diesem Video mal diesen Begriff Pitbull etwas erklären und welche Rassen betroffen sind oder beziehungsweise welche Rassen als Pitbulls betitelt werden, obwohl sie überhaupt keine Pitbulls sind. Da ist ein großes Durcheinander und wir hoffen, dass wir euch jetzt mit diesem Video auch gut erklären können, was ein Pitbull ist und was eben kein Pitbull ist. In diesem Sinne, liebe Hundefreunde, viel Spaß. Bevor wir loslegen, liebe Hundefreunde, auch hier wie immer ein paar Informationen. Unsere Online-Hundeschule bzw. unsere Online-Welpenerziehung ist online und nur noch heute und morgen werden wir einen Rabatt von 50 Euro haben für die Welpenerziehung. Von daher, wenn ihr Interesse habt, dann schlagt jetzt noch zu, denn bis Ende Februar habt ihr 50 Euro Rabatt mit dem Rabattcode VITOMALIA50. Und wenn du viel im Auto unterwegs bist oder vielleicht sogar viel im Zug unterwegs bist und du vielleicht nebenbei etwas lernen möchtest über Hunde, dann kannst du natürlich auch auf Spotify und auf iTunes einmal nach VITOMALIA suchen und dir unseren Podcast anhören. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. So, wir gehen jetzt auf die Geschichte kurz ein, damit du verstehst, was da überhaupt passiert ist. So, das Ganze begann so im 16., 17. Jahrhundert mit einer Hunderasse, mit einem Hundetyp, und zwar die Bulldogge des alten Types. Diese Bulldoggen des alten Types wurden vom Metzger, von Jägern benutzt, um quasi das Gelände zu sichern und wurde aktiv auch für die Jagd benutzt. Die Bulldogge des alten Types wurde dann mit unterschiedlichen Terriern gekreuzt. Und dann entstand der Bull and Terrier. Der Bull and Terrier wurde aktiv auch für Hundekämpfe benutzt. Aber diese Rasse Bull and Terrier war keine eigentliche Rasse, sondern es waren ganz viele unterschiedliche Hundetypen. Nachdem die Hundekämpfe in England verboten wurden, sind ganz viele Einheimische nach Amerika gezogen und haben ihre Hunde eben mitgenommen. Und da gab es eine klare Selektion. Und zwar gab es einen Züchter, der John P. Colby, der gilt als der Urvater des Pitbulls, beziehungsweise des American Pitbull Terrier, denn er hat diese Hunderasse, wie sie heute halt eben aussieht, aktiv gezüchtet. Und aus der Zucht von John P. Colby entstanden halt eben zwei Hunderassen. Einmal der American Pitbull Terrier, der damals wirklich aktiv für die Hundekämpfe gezüchtet wurde. Und aus dieser Zucht entstand eine zweite Hunderasse, und zwar der American Staffordshire Terrier. Der American Pitbull Terrier war eine Game Line, sprich eine Leistungslinie, eine Spiel-, eine Arbeitslinie, die aktiv für Hundekämpfe benutzt wurde. Und dann hat sich parallel eine Showline entwickelt, der American Staffordshire Terrier, der dann von seinem Wesen nicht mehr auf Leistung gezüchtet wurde, sondern vielmehr auf die Showline, sprich auf Ausstellungen, und wurde aktiver vielmehr als Familienmitglied und als Familienhund gehalten. Und dadurch, dass viele schon hier aufhören zu verstehen, was ein Pitbull ist und was eben nicht, verwenden sie diesen Begriff oder diesen Namen halt eben falsch. Also Pitbull galt damals wirklich als ein Hund, der für die Kämpfe gedacht war. Und in der Zeit, wo halt der American Pitbull Terrier gezüchtet wurde, sahen die Hunde oder die Pitbulls auch unterschiedlich aus. Diese Selektion kam eben damals. Und dann ging man halt von einem Phänotyp aus. Das heißt, man ging davon aus, ein Hund, der ungefähr so aussieht, ist ein Pitbull. Und somit galt auch der American Staffordshire Terrier beispielsweise auch als Pitbull. Also die Amis benutzen diesen Begriff Pitbull als Phänotyp für eine Hunderasse, die ungefähr in diese Richtung aussieht. Aber wenn man das Ganze halt eben genau betrachtet, ist der eigentliche American Pitbull Terrier nur eine Hunderasse. Und das werdet ihr jetzt im Laufe dieses Videos auch lernen. Also merkt euch,
Der Begriff Pitbull ist ein Phänotyp und kein Genotyp. Welche Hunderassen sind betroffen? Und das ist der American Pitbull Terrier, der Pitbull, in Anführungszeichen wirklich der Pitbull. Und alles andere, was wir euch jetzt gleich zeigen werden, sind keine Pitbulls. Wie der Name halt eben schon sagt, American Pitbull Terrier, es handelt sich um einen Pitbull. Das heißt, wenn du diesen Begriff Pitbull benutzt, dann nur im Kontext mit einem richtigen American Pitbull Terrier. So, dann haben wir hier einmal den American Staffordshire Terrier, Abkürzung MSTAF. Beim MSTAF ist halt so, der Schädel ist einfach ein bisschen breiter, vom Körperbau einfach ein bisschen muskulöser, ist ein bisschen kompakter. Der American Staffordshire Terrier, wie der Name es schon sagt, ist kein Pitbull, sondern ein Staffordshire Terrier. Soweit ganz klar. Der aus der Zucht aktiv von den Hundekämpfen rausselektiert wurde. Dann geht's weiter mit dem Staffordshire Bull Terrier. Abkürzung Staffbull. Der Staffbull wurde nicht in Amerika von John P. Colby gezüchtet, sondern der Staffbull entstand dann in England weiterhin, nachdem die Hundekämpfe verboten wurden. Und diese Hunderasse wurde dann weiterhin als Familienhund benutzt und nicht mehr als Kampfhunde. Und hier kommt es schon mal zu kleinen Verwirrungen. Und zwar der American Bully. Der M-Bully, könnt ihr euch so merken, es geht in die Richtung Hulk. Hulk ist auch nicht mal ein hundertprozentiger Bully, aber da werden wir vielleicht später nochmal kurz eingehen. Und dann kommen wir zur letzten Hunderasse, die auch in diesem Phänotyp Pitbull passt. Und zwar der American Bulldog. Abkürzung M-Bulldog. All diese Hunderassen sehen sich relativ ähnlich. Aber es sind alles einzelne Hunderassen für sich selbst. Also hier klare Aufteilung. Der einzige Pitbull, der hier zu sehen war, war der erste und das war der American Pitbull Terrier. Alles andere sind einzelne Hunderassen für sich selbst. Und wenn die Schlagzeilen sagen, böser Pitbull oder was weiß ich was, hat zugegriffen, das ist Schwachsinn. Denn wenn wir das Ganze mal wirklich genau betrachten, alle Listenhundbesitzer und beziehungsweise jeder, der behauptet, einen Pitbull zu haben, ist in Deutschland von all den Hunden, von allen Listenhunden, ist vielleicht 5% von all denen haben wirklich einen echten American Pitbull Terrier. Denn der echte American Pitbull Terrier ist sehr selten zu finden. Und jetzt zeigen wir euch, was ein American Pitbull ist. Beziehungsweise hier Betonung auf American Pitbull. Es muss in den Kopf reingehen, dass ein Pitbull eine Rasse für sich ist. Und zwar der American Pitbull Terrier und kein M-Staff. Ein M-Staff, ein Staffbull, ein Bully ist kein Pitbull. So, und jetzt haben wir hier einige Fotos für euch vorbereitet, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Bild Nummer 1. So, I am a Pitbull, I am not a Pitbull. Da haben wir hier einen American Pitbull Terrier auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir einmal Hulk. Hulk, gleichzeitig kein Pitbull, links American Pitbull. Weiter geht's mit dem nächsten Bild. So, hier haben wir einmal links einen American Staffordshire Terrier. Rechts haben wir einen American Pitbull Terrier, sprich rechts ist ein Pitbull, links ist kein Pitbull. Auf der linken Seite haben wir komplett American Pitbull Terrier und auf der rechten Seite haben wir American Bullies. Links Pitbull, rechts keine Pitbulls. Links auch hier American Pitbull Terrier, rechts American Bully. Zwei unterschiedliche Rassen mit zwei unterschiedlichen Charakteren, mit zwei unterschiedlichen Zuchtlinien und Zuchteigenschaften. Und um euch das Ganze zu verdeutlichen, wenn wir Hulk als einen Pitbull betiteln und sagen, der größte Pitbull der Welt und gleich nebenan machen wir genau dasselbe Foto mit einer deutschen Dogge, man sieht es, dass es eine Dogge ist, die einfach gefleckt ist und dann sagen wir, der größte Dalmatiner der Welt. Und da versteht ihr die Ironie. Das ist vollkommener Bullshit, dass du halt eben einen American Bully mit einem American Pitbull Terrier vergleichst. Das sind zwei Welten, Freunde. Oben American Pitbull Terrier, unten keine American Pitbull Terrier. Das heißt, unten haben wir hier wieder M-Staffs mit dabei. Ja, das sind American Staffordshire Terrier. Eventuell könnte der linke ein American Pitbull Terrier von UKC sein. Aber kein ADBA American Pitbull Terrier.
Wir hoffen jetzt sehr, dass ihr mit dieser Folie bzw. mit diesem Video etwas lernen konntet und den Unterschied lernen konntet, was ein Pitbull wirklich ist. Also benutzt bitte diesen Begriff Pitbull wirklich für einen richtigen Pitbull und fangt an, diese Rassen zu unterscheiden. Also bitte lernt diese Unterschiede, denn es ist uns sehr wichtig, dass es alle halt eben richtig verwenden. Denn so kommt es halt eben zu Durcheinander und es gibt schon genug Durcheinander. Und wenn wir dann nicht richtig aufgeklärt sind, deswegen machen wir es ja, wir wollen ja richtig aufklären, damit ihr von unserem Wissen profitieren könnt, lernen könnt. Und wenn dann jemand auf der Straße halt eben etwas Falsches behauptet, dann seid ihr mit unserem Wissen, mit dem Wissen, das wir hier auf dieser Plattform preisgeben, gewappnet und ihr könnt euch sicher sein, dass das richtig ist. Denn der größte Teil beschäftigt sich einfach nicht damit. Das heißt, die haben das irgendwo mal aufgefasst, ja, das ist Pitbull. Die werden sich nicht damit beschäftigen. Und wenn du dann halt wirklich mit Fakten hinkommst, dann bist du einer Unterhaltung, einem Gespräch immer überlegen. Denn du kannst halt auch wirklich argumentieren. Es geht nicht darum, dass man sich streitet und sagt, du bist scheiße, sondern es geht darum, ey, schau mal, so sieht das Ganze faktisch aus. Das ist Fakt. Alles andere ist nur Philosophie, Fantasie und irgendwo mal aufgefasst. Von daher, lernt es richtig, lernt die wir wissen, es ist schwierig, auch die einzelnen Hunderassen so ein bisschen zu unterscheiden. Aber als Phänotyp Pitbull sagt man halt oftmals, dass es halt ein Hund ist, breite Schädel, Kiefer gut ausgeprägt, muskulös, Pitbull. Ist aber nicht so. Wenn man nämlich nach einem Genotyp ausgeht, und das ist halt eben das Wesentliche, dann ist der Pitbull nur der American Pitbull und kein Bully. So, liebe Hundefreunde, wir hoffen jetzt sehr, dass ihr das eine oder andere lernen konntet. Teilt dieses Video. Vor allem ist es uns sehr wichtig, dass dieses Video sehr viele Menschen sehen und auch verstehen lernen. Und deswegen liken, teilen. Und wenn du noch kein Rudelmitglied bist, dann würden wir uns sehr über ein Abo freuen. In diesem Sinne, liebe Hundefreunde, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.